Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück hier auf dem Hof Lucky Lucka auf der Map Elm Creek im Landwirtschaftssimulator 22. Ja, und ihr seht es, ich sitze schon im John Deere Drescher, denn die letzte Ernte für dieses Jahr geht zu Ende. Also, was heißt geht zu Ende? Also, die letzte Ernte steht an, das Jahr geht zu Ende. So wollte ich es, glaube ich, sagen. Denn Feld 58 ist erntereif, das ist das letzte, was wir dieses Jahr noch ernten müssen. Da ist Sojabohnen drauf. Sojabohnen. Und ja, das werde ich heute mal mit euch zusammen machen. Ne? So, ich starte mal hier die Maschinen. Und fahren wir mal los. Ist ja nicht weit weg. Das ist ja gleich hier vorne. Ach so. Ich habe immer noch gar kein GPS auf meinem Drescher. Das werden wir jetzt einmal machen gerade noch. Aber vorher stelle ich einmal das Nightback hier ab. So. Und dann fahren wir einmal... Oh, der ist wendig. Der ist wendig. Der Kleine hier. Fahren wir einmal zur Werkstatt, wo ich werde einmal schnell GPS drauf machen. Denn ich wollte selber mal dreschen, nicht GPS das machen lassen. GPS, Curseplay das machen lassen. So, reicht das für den Trigger hier? Oh, das reicht. Komm, wir reparieren den noch einmal gerade. Wo ich schon hier bin. So, GPS 15.000 nehmen wir. Was soll der Geiz, ne? So, jetzt haben wir GPS drauf auf dem Drescher. Kontostand ist wieder ein bisschen gesunken, aber ja, soll wohl gehen, ne? Ah, das Kennzeichen hat sich geändert. Jetzt auch, ne? Ja, naja, weil ich da was vom letzten gemacht habe, beim letzten Fahrzeug. Ist egal. Egal. So, einmal ankuppeln. So, dann Felle dran, Kabel dran. Ja, Anhänger habe ich da hinten schon positioniert und für das geschulte Spielerauge, ich habe den Weg hier durchgemacht. Ja, rechts jetzt hier den kleinen Feldweg bis zum Anhänger da hinten ungefähr, bis zur Kreuzung. Habe ich fertig gemacht. Letztes Mal so zwischendurch. So, GPS ist aktiv. Es geht los. Meine Freunde. Es geht ans Dreschen. Mal gucken, was da so runterkommt, ein Ertrag. Bin gespannt. Ist ja alles doppelt gedüngt und Unkraut entfernt. Also ein bisschen, und ist ein großes Feld. Ein bisschen Ertrag erhoffen wir davon. Die Sojabohnen kommen dann in unser Lager. Da kann ich mal kurz gucken hier. Lager. Sojabohnen haben wir schon mal 11.378 Liter. Und ja, ich denke mal, im nächsten Jahr werden wir die dann versuchen, gewinnbringend zu verkaufen. Ja. Und ja, als nächstes steht eigentlich ein Kauf von Feldern, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich liebäugel zwar auch schon mit einem weiteren Traktor, aber ich habe ja im Grunde zwei Stück für die Feldarbeit und den kleinen Case für die Hofarbeit. Ich weiß auch noch nicht, was für ein Modell. Ich habe da so zwei im Auge. Ich möchte auch noch keine Marke nennen. Lasst euch überraschen. Ihr könnt ja mal schätzungsweise in die Kommentare schreiben, welchen Traktor ich mir denn ausgesucht habe, beziehungsweise welche Marke.
Ich glaube, das genaue Modell jetzt zu erraten, könnte ein bisschen schwierig werden. Ich will aber auch mehr dazu gar nicht sagen. Wir machen einmal Vorgewende, dann können wir auch jetzt ausmachen für den Boden. Den sollte ich nur so kriegen. Stoppt ganz schön die Feuerbunde. Schwierig. Cosplay ist ja jetzt mittlerweile seit Weihnachten letzten Jahres vorhanden. Nur auf Feldarbeit begrenzt momentan, aber es kommen stetig Verbesserungen und Änderungen. Kann ich nur empfehlen, testet es aus. Ich habe da auch schon Tutorials zu gemacht. Tutorials. Einfach mal auf meinen Kanal gucken. Und ja, wenn ihr Fragen habt, ne? In die Kommentare schreiben oder Firstplay und auch Autodrive gibt es einen Support-Bereich im Discord. Ja. Link zu Discord kann ich auch einmal gerade sagen, ist unten in der Videobeschreibung zu finden. Genauso wie Social Media Kanäle, Twitch, Instagram, Bandlink, alles in der Videobeschreibung. Wenn man das gerade hier schon mal erwähnen. Für alle, die es interessiert. Ne? Discord. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Immer lustig da. Vielleicht spricht man sich auch mal. Oder einfach was machen. Einen schönen Channel. Ja? Ihr könnt euch da selber Rollen zuweisen. Um mehr Channel sehen zu können. Ja? Was euch interessiert. LS19, LS22, Euro Truck Simulator. Andere Spiele, Farming Simulator League und. Bilder, Screenshots gibt es da zu den Media 3. 40% ist ja hier nur eine schmale Bahn, das heißt, ich kann den Bogen rumfahren und dann zurück und könnte abtanken. So war mein Gedanke jetzt. Und das werden wir jetzt auch gleich machen. Jetzt einfach mal ein bisschen rein, ne? Und fahr doch mal ein zweites Vorgewende in den Bogen. Dann habe ich nachher dann so hin. Ja, bis jetzt recht zufrieden hier mit dem John Deere T560. Den gab es ja schon im LS19. Ja. Noch reicht der, wenn wir mehr Felder haben, wird es, denke ich mal, auch ein größerer werden. Ob ein John Deere, weiß ich nicht. Ich würde ja sonst auch gerne Richtung Lexion oder Trion gucken. Trion spielen wir natürlich auch im Multiplayer-Projekt. Will ich überall die gleichen Geräte. Ja, oder einfach die Nummer größer von John Deere. Die Nummer größer. Oder vielleicht auch was ganz anderes. Aber neuer Drescher, guck mal, der hat erst 7,8 Stunden. Ja, da brauche ich noch gar keine Gedanken mehr. Vorher kommen neue Felder und Traktor und andere Sachen. Bevor ich einen neuen Drescher kaufe. Also, lassen wir die Kirche noch im Dorf. So, 53%. Ja, fahren wir hier noch ein Stück zurück und dann können wir einmal unterwegs abtanken. Das passt ganz gut. Wir drehen einmal hier oben rum. Und wir fahren schon mal das Röhrchen aus. Dann machen wir da einen kleinen Schlenker.
man eh hier vorbeikommt, kann man das ja einfach machen. Ne? Weitergehen. Steht mir jetzt der Anhänger im Weg, beziehungsweise ich könnte ja noch mal eine Bahn hochfahren hier gerade. Ne? Hier habe ich noch gar kein Vorgewinde gemacht, dann machen wir das doch einfach. Da machen wir aber GPS wieder aus. Die Querfahrt war einfach super hoch. Oh ja, nicht immer. Ich glaube, gut. Bauen wir noch den Anhänger ein bisschen zu. Das schneidet mir. Aber macht nichts. Macht nichts. Ihr könnt ja mal jetzt schon in die Kommentare schreiben, was ihr schätzt, wie viel Liter Sojabohnen hier runterkommen. Ja, und dann am Ende des Videos seht ihr es ja. Wird ein bisschen länger heute das Video. Mal gucken, ob das Feld eigentlich abgeerntet haben. Wird das so schaffen? Schön mit GPS hier fahren. War eine tolle Erfindung, GPS. Hat mir schon im 19er sehr viel Spaß gemacht, nachdem ich mich da reingefuchst hatte. Hat ein bisschen gedauert, muss ich sagen. Hatte dann erst so meine Probleme. Weiß auch nicht wieso. Jetzt, ja. Ich habe jetzt keine abgespeicherte Kurse und so. Ich mache das ja immer mit dem A-Richtung hier setzen und dann 0 Grad oder 90 Grad, ne? Je nachdem, welchen Winkel ihr haben wollt. Und das klappt eigentlich recht gut. Ansonsten, wenn ich halt nicht aufnehme und hier auf der Map, das spiele ich immer weiter, ne? Ich gehe hier weiter vorankommen, nicht nur in den Aufnahmen, sonst kommt man gar nicht voran. Mache ich natürlich auch viel mit Curseplay. Curseplay echt gut schon mittlerweile. Die anfänglichen Sachen sind so langsam ausgemerzt, die Probleme, Bugs etc. Wird immer besser, von Update zu Update. Macht Spaß damit zu arbeiten. Klar ist immer mal wieder ein kleiner Bug drin, aber in welchem Spiel oder in welcher Mod ist kein Bug mal irgendwo drin. Und für alle anderen, könnt ihr auch den normalen Helfer nehmen. Und für die Abfahrerfunktion oder Fahrtätigkeiten gibt es ja noch Autodrive. Ich glaube, das wird auch das. Ja, es wird kompatibel halt werden, denke ich mal, früher oder später. Das harmoniert zusammen. Ja, hier sind ja die kurzen Bahnen, die gehen relativ flott.
wir einmal hier auf die Straße. Müssen wir aufpassen, dass Verkehr kommt. Also diese Autos, die sind ja aus Stein. Ne? LS sind wir schon gewesen, gefühlt. Die Bremsen einen weg. Du hast keine Chance, ey. Die fahren dann auch in der Karre manchmal. Also viele halten auch an mittlerweile. Aber manchmal, die sehen im Grunde, du drehst da und die fahren bis ganz dicht an dich ran. Und so ein Drescher ist jetzt ja von weitem im Grunde nicht zu übersehen, ne? Das ist nur 30 hingehen, das ist der Tag hell. Ja, damit die Folge jetzt nicht hier eine halbe Stunde lang wird, glaube ich, mache ich hier einen kleinen Cut. Dann gibt es eine kleine Timelapse und wenn ich fertig bin, dann hören wir uns gleich nochmal wieder. Ich sag einfach mal, bis gleich.
auf dem Feld 58 und dann schauen wir mal, wie viel Liter Sojabohnen das große Feld hier oder mein größtes Feld hier, die 58, gebracht hat. Ich bin gespannt. Der eine Anhänger war ja schon voll, ihr habt es gesehen. Musste schon den zweiten überladen. Ja, zwei Bahnen hier waren noch über. Ja, passten nicht ganz rein in den Drescher. Ja, dann kann man wieder hier neu ansehen. Ich kann hier noch Weizen ansehen. Ich denke mal, Weizen wird's werden. Ja. Für die Hühner. Ha, ich kam nicht drauf. Für die Hühner natürlich. Dass ich Futter für die Hühner habe. Dafür brauchen wir ja Weizengerste oder Sorghumhirse. Weizen haben wir schon einiges auf Lager. Ich dachte, komm, noch mal eine große Runde Weizen. Strohballen brauchen wir nicht. Haben wir ja letztens erst im großen Stil gemacht. So, guck mal. Das war's. Abtanken nochmal und dann schauen wir mal uns das Ergebnis an. Können wir den Drescher dann noch einmotten bis ins neue Jahr. Oh, abtanken hier. Die letzten Liter. Einfahren das Röhrchen. Drescher zuklappen. Aus die Maus. So, dann springe ich mal rein in den John Deere hier, in den 6R. Und dann gucken wir mal. Wir haben 28.454 Liter Sojabohnen bekommen vom Feld 58. Ich glaube, das ist ganz in Ordnung. Das schmeiße ich jetzt ins Silo und wird dann gewinnbringend im nächsten Jahr verkaufen. Das soll es dann auch mit dieser Folge gewesen sein. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonnieren, anklicken, ist kostenlos. Ich würde mich darüber freuen, über weitere Abonnenten. Ansonsten schreibt gerne was in die Kommentare und die Links zu Discord, Instagram, Twitch und meinem Spendenlink findet ihr in der Videobeschreibung. Bis nächste Woche, 12 Uhr, zu einer weiteren Folge hier auf der Elm Creek aus dem Hof Lucky Lucker. Tschüssi!